Dann halt, dann komm. Soll er abschließen? Ja, wie du willst. Hast du eine Waffe? Ich habe eine. Du. Also ich bin mit. Ich, nee, einer von euch hat auch noch eine Waffe, oder? Zwei von uns, zwei. Das ist gut, das Reicht ist die hier gut. auch? Ja, die wird auch reichen. Ey, pass auf, versteckt euch mal so. Die werden ja irgendwie durch die Tür reinkommen. Versteckt euch mal so, dass man euch nicht sieht, auf jeden Fall. Einer kann sich vielleicht hinter das Sofa sogar legen oder irgendwie so. Weißt du, da hinten ist eine Küche zum Beispiel. Da ist noch oben, kann man sich verstecken. Versteht ihr das im Fall der Fälle? Oder Kani, gib mir komm in ein Messer, Funk. Kani. Kani, komm in Funk. 47.47. Okay. Kani, hast du ein Messer oder so für mich? Nee, warte mal. Ja, habe ich tatsächlich. Warte. Yes, habe ich. Sieht man mich hier hinten hinter Küche? Hallo Jungs, sieht man mich? Nee, ich sehe dich nicht. Okay, gut. Los, Funk. Für nix, ne? So. Jungs, geht alle auf Position und versteckt euch so. Hier darf keine Bewegung mehr herrschen, wenn die gleich kommen. Ey, und mein Name ist nicht Baschke, mein Name ist Paul. Habt ihr gehört? Dani, sieht man mich? Sieht man uns so? Oder ich sehe gar nichts, um ehrlich zu sein. Ups, ich habe falsche gesendet. Ich bin das, Bro. Oh, ja, ich sehe. Oder soll ich so liegen bleiben? Was sagst du? Mach ruhig. Und jetzt müsst ihr Geduld haben, Jungs. Bruder, ich will ein Waffe. Ey, ich kann nicht funken. Kann ein bisschen dauern, vielleicht 3, 4, 5 Minuten. Geht ihr durch die Tür? Ja, ey. Hey Jungs, ich gehe raus, ich kaufe eine Waffe kurz. Ich chille ein bisschen versteckt draußen. Baschkim, kauf mir Komm, auch eine kannst bitte. Holen mehrere. Wie viel soll ich? Bruder, ich brauche auch eine Waffe. Drei Stück insgesamt, also für dich, für und noch 12 Jungs. Ich gebe dir das Geld. Ja, aber ey Jungs, passt auf, dass ihr nicht erwischt werdet. Das soll dieser Überraschungseffekt sein, weil die müssten noch schwere Arme haben, wenn die jetzt gleich reinkommen. Bruder, ich gehe kurz auch raus, ja? Hey Bruder, das wird wild, Bruder. Ich Ja, Wallah, ja, deswegen. Bruder, wenn sein muss, schießen wir, Bruder. Okay, dann sag ein Call dann, ja, irgendwie so, wenn wir rauskommen sollen. Ja, Bruder, du willst schon hören, wenn's knallt. Hugo, sag ich schon. Baschkin, wo bist du? Ich bin draußen, ich werde von außen reinpushen. Ja, Bro. Ich versuche jetzt Waffen zu organisieren. Bro, bist du was hier geht? bei Dings? Du hast mich schon Ich bin hinter dir, dreh dich mal um. Ach so, ja, Bruder, hatte sich Ah, schon erledigt, perfekt, Bro. perfekt. Ja, ich muss kurz schauen, das schick. Du warst ja bei uns im Anwesen, war das davor? Boah, das war eigentlich Kannst du sogar kurz gestern. hingehen und denkst, ich hab's jetzt? Gestern? Ja. Achso, ja, okay. Ja, alles gut. Okay, ciao, ciao. Ciao, ciao. Was geben? Denk an Abu Rambo. Ja, Bruder, wer sie machen? Ich brauche auch eine SMS, Bruder.
Ey Jungs, aber ich... Ey, ey, da ist Bewegung in der Garage, chill, da ist Bewegung in der Garage. Da, die müssten jetzt da sein. Ja, die sind jetzt da. Ah, scheiße, ich bin draußen, Dicker. Drin im Wohnzimmer. Dieses Wohnzimmer, zwei Leute. Das bin ich. Nimm deine Hände hoch, Hände hoch, beide Hände hoch, beide Hände hoch, aber ganz schnell, beide die Hände hoch. Beide die Hände hoch, ihr Wichser, nimm beide die Hände hoch. Jetzt nicht so Glück, dass schwere Arme habt, du verfickter Wichser. Du hast so Glück. Wo ist euer Patron? Holt euren Patron hier rein. Such den. Wie soll ich den holen? Ich hab kein Handy. Such den. Such den im schlimmsten Loch. Beide die Hände hoch. Such den. Ich kann mich nicht bewegen. Such den Patron. Ich kann mich nicht bewegen jetzt. Er steht draußen, hinten. Ich sehe ihn. Rechts von der Erde, genau davon, da wird er kommen. Kleine Ratte, du. Er kommt rein von hinten. Ey, ein Auto ist da. Er ist hinten. Er läuft weg. Er läuft weg? Er läuft weg hinten, ja. Ja, hörst du die Schritte? Hallo, wo seid ihr? Soll ich hier stehen bleiben? Hallo? Ja, du bleibst da stehen, Mann. Sag mal, bist du bescheuert oder was? Natürlich bleibst du da stehen, du Vogel. Ja, Entschuldigung, was ist die Frage? Halt deine Fresse. Was denn jetzt? Er geht hin raus, der Gefesselte. Er hat uns gesehen, glaube ich. Aber ganz schnell wieder alle zurück. Ganz schnell alle wieder zurück, sonst stirbt dein Mann. Er sitzt im Wohnzimmer. Ganz schnell zurück. Was ist los mit dir? Was bist du für eine Pforte? Rein. Ins Haus rein, Mann. Ins Haus rein. Komm ins Haus. Los mit dir, Alter. Ich glaube, ich spinne. Er geht raus. Er ist draußen. Komm mal einer runter und fessel mal den. Geh mal ins Haus. Ich hab keine Seite, Bruder. Komm ins Haus. Hast du Seile? So. Der Reihe nach können wir die jetzt ins Wohnzimmer. Fesselt ihn mal. Genau, fesselt ihn und dann stellt euch ins Wohnzimmer mit denen. Und passt auf die auf. Kann ich die abziehen, wenn die was sagen? Ja, nochmal. Geil, Alter, Madelis, guck mal. Ja, seid mal ehrlich, haben wir gedribbelt oder haben wir gedribbelt? Normal. Kann einer von euch einen in Griff nehmen? Du mit einer, der Messer hat? Alter, eine Fresse, ich hatte kein Glück. Ich wusste, dass ihr umgeknallt wurde. Nur Glück. Nee, ich wusste, dass ihr umgeknallt wurde. Die Gambinos haben es mir gezwitschert. So, drei Männer von dir stehen bei dir schon gefesselt im Wohnzimmer. Sie zürst deinen Arsch hier halbe Weg, sonst fick ich alle drei. Drei Stück. Du wirst nach und nach mit deiner Familie hier reinkommen. Du wirst mit deiner Familie jetzt hier reinkommen. Ja. Nach und nach. Der Dings von denen ist nach und nach. Ja, du wirst jetzt mit deiner Familie hier reinkommen und du wirst hier keinen Alarm machen. Ansonsten sterbt ihr alle. Wieso sagst du den Namen deines Freundes? Ja? So. Die werden jetzt reinkommen. Hörst du mich? Ja, die kommen jetzt, ja, ich höre dich. Soll die Geisel so mit mir bleiben, ne? Ja, genau, die Geisel soll so mit dir bleiben. Und nimm du auch noch einen in den Griff. Mit seiner eigenen SNS, Habibi. So muss das sein. Der ist jetzt bei Krone, bei albanischer Café, Balkan-Café. Ja, ist alles gut, wir haben drei von denen schon in der Gewalt. Die kommen jetzt hier rein. Der fährt zurück, der macht seine Runden hier. Ja. Wir fahren jetzt hier gleich los und sind dann auf dem Weg, ungefähr 5 Minuten. Ja. Und keine Faxen, sonst sterben deine Männer, ne? Tschee. Bis gleich. Ich kann nicht immer. Geht nicht. So. Okay. Jetzt heißt es Geduld, spätestens 5 Minuten sind die da. Hugo, wo bist du?
Kani? Ich bin oben. Ja? Gib mir mal Munition, wenn du hast, bitte. Hab ich leider nicht. Ist ja nicht schlimm, weiß ja keiner. Du kannst ja bluffen. Wir werden hier rauskommen, ohne dass wir knallen müssen, hoffentlich. Ich hoffe es zumindest. Ja, ansonsten egal. Muss die Geisel vielleicht, wenn ein Fehler passiert, mit seiner eigenen Waffe sterben, ne? Habibi, wir sind Madellis. Wir machen, wie wir wollen. Oder wo oben? Von hoch und wieder runter. Was führt euch her? Was geht dich das an? Ich rede nicht mit dem Fußvolk. Ich warte, bis dein Herrchen da ist. Paul, das jetzt eine Waffe. Die können ja nichts machen, Glöckner. Die ganze Zeit hoch und runter. Ihr habt noch keine Waffe. Ist doch nicht schlimm. Guck, dass du hier reinkommst. Wir haben ja hier drin drei von denen als Geisel. Die können nichts machen. Sobald ein Schuss von denen fällt, knallen wir die Geiseln weg. Dann ist vorbei. Sag dein Herrchen, keiner spielt mit dem Mardellis. Ich hab kein Herrchen, aber ich glaube, ihr habt ein Herrchen. Ein Patron. Ja, wie geht's, Pablito? Komm mal kurz. Der euch zehnmal gefickt hat. Erzähl, Abu Machete. Das seid ihr, glaube ich, schon gewohnt. Bruder. Ja. Also du bist gerade in seinen Arm, warte, oder? Warte, ich schreib dir. Klar, ich schlaf jedes Mal mit ihm ein. So. Geht nicht. Ja, dann kannst du mit Machete nicht. Ach. Ah, geil, Alter. Das wird doch gleich lustig. Gif. Wo bleibt er denn, Jungs? Positioniert sich mal einer am besten da vor dem Ball und einer hier rechts neben mir, genau mit einer Geisel. Ey, klein Pisser. Gif. Gif. Agent K, ich glaube, deine Stimmbänder sind nicht so gut, ja? Meine? Nicht du. Achso. Agent K. Mit Machete in Hand. Aha. Wo ist er? So, also die sind auf dem Weg hierher. Die werden gerade noch. Wo kommt ihr denn gerade her, Kalis? Habt ihr gerade einen auf den Deckel bekommen, wa? Im Gambinos Anwesen, ne? Was redest du? Wir waren im Unicorn. Ich hab dich dort vermisst. Du hast mich dort vermisst? Klar. Keith, wo bist du? Warst aber nicht da gewesen. Stehst lieber mit dem Rücken zur Wand, du Vollidiot. Ich steh mit dem Rücken zur Wand. Natürlich, du hast nur Glück gehabt. Du wärst der Erste, der geflogen wäre. Okay, wenn du das sagst. Man merkt, hältst du das erste Mal eine Waffe in der Hand. Hat dir Pablito nicht mehr beigebracht, oder? Pablito hat mir gar nichts beigebracht. Oh doch, der hat dir eine Menge beigebracht. Ich würde sogar meinen, du bist das Werk von Pablito. Er hat dich gemacht. Ey Jungs, kann einer schon mal das Auto holen, dass wir gleich auf jeden Fall ein Auto haben, mit dem wir durchziehen können? Ich hab nicht so ein großes Auto, ja? Dieses Auto, was draußen steht, ja. Ich glaube, du hast Machete. Ach ja, draußen hat auch noch Autos. Machst du das, Bruder? Das Auto holen, bitte. Immer. Und mein Name ist... Ich hab leise geredet, Bruder, alles gut. Gut. Besser für deine Gesundheit, ja? Ey, dieser Radioton geht mir auf den Sack. Wie mach ich das weg? Ey, das Auto... Meinst du, die Geiseln haben genug Essen zu trinken? Ja. Ja, anscheinend ja genug, dass du es mir abnehmen kannst. Genau, das stimmt. Ich hatte Hunger. Ist schlimm? Da, wo ich du nimmst, da, du nimmst deiner Geisel noch Essen und Trinken ab? Ja, ich hab Hunger, was soll ich machen? Ist das so? Ja, sicher. Du hast ja einiges nicht verstanden, mein Freund. Wenn jemand Hunger oder Durst hat, gebe ich ihm was, ja? In der Nähe ein Auspacker. Ah, danke dir. Habt ihr Hunger oder Durst, Kalis? Ja, zeitnah. Bitte? Zeitnah. Ja, yeah. Durst nicht oder jetzt? Hunger? Beides. Paul, du hast dein Auto. Dani? Ja, Bro. Komm, ich geb ihm was zu essen. Warte kurz, ich muss einmal. Ja, yalla, sieh zu. Hab nicht ganz Abendzeit. So. Er hat doch was zu essen und zu trinken. Ich hab dir gegeben. Ja, wie soll ich essen und trinken? Kannst du aufstehen? Komm, ich helfe dir. Ist was. Hast du was zu trinken? Ich hab nichts zu trinken. Hast du was? Ja, er hat doch zu trinken, hab ich gerade gesehen. Komm mal erstmal ein Bier, Alter. Seid ihr Rocker oder Kali?
Cola. Richtige Pennerrocker, der ist auf Flasche. Der kann von Bier und Cola nicht unterscheiden. Der hat eine Ikone von zwei, macht dir nichts draus. Ja, ja. Ja. In seinem eigenen Haus hochgenommen zu werden, das ist schon eine Kunst. Das ist schon hart, ne? Wie gesagt, du hast einfach nur Glück, du Kanalratte. Ja, ja. Ja, ja. Du standest mit dem Rücken zu uns, wie dumm du bist. Also liegst du gerade in der Arm oder er? Ja. Man sieht sie zweimal im Leben. Glaube ich nicht. Pass mal auf, wenn der Patron gleich nicht so macht, wie ich möchte, dann bist du der Erste, der liegt. Steh mal auf bitte und dreh dich um. Zieh dir mal die Hände nach hinten. Wir können uns das Spiel mit den Händen hochsparen natürlich. Oh, Tamay. Modding. Die Sache eskaliert hier wieder komplett. Ellie ist auf die 1. Wir machen hoch und runter, Happy Bertie. Ja, Fawas. Kani, kurze Frage. Hast du ein Darknet-Handy? Ja, nein. Ja, Bruder, aber das hole ich mir jetzt gerade wieder. Von Kali oder welches? Guck mal, ich stehe jetzt gerade hier im Kali-Anwesen mit 3 Kalis als Geisel, Bruder. Ich habe gerade. Es gibt bessere Momente, ja? Ich rufe dich zeitnah zurück. Okay, easy. Im Griff, ne? Bruder, wir sind Madellis. Natürlich haben wir alles im Griff. Stark, stark. Ich bin gleich dabei. Ich habe ein Auto organisiert. Ja, gut, mit dann komm hier hin direkt wieder. Komm direkt hier hin wieder. Ich check mal oben, was da los ist. Natürlich, natürlich. Und du auf dem Sofa, wie geht's? Alles gut? Na, was würde ich dir sagen? Ja, keine Ahnung. Ich hab dir nichts zu sagen. Dir brauche ich nichts sagen. Tja, was soll ich dir sagen? Dein Patron ist eine Fotze. Ganz einfach. Das ist das Ding. Wie bitte, was? Dein Patron ist eine Fotze. Verstehst okay. du das? Ist das eine Sprache? Ah! Bin jetzt da. Hola! Die Prominenz! Du kannst den Ballermann aus der Hand packen. Bist du geisteskrank oder was? Nimm den Ballermann aus der Hand. Zieh, so nennt man mich. Ballermann weg. So besser. Ja, so besser. Jetzt warten wir noch, bis meine Freunde da sind. Meine richtigen Freunde, nicht so welche wie du. Mm. Wo sind denn deine Kollegen? Tja. Ich komm rein, ja? Ich glaube, ich war der Letzte, der noch gefehlt hat. Der Letzte, der noch gefehlt hat? Mm. Okay. Gut. Moment mal. Wo ist denn? Ach ja, sie. Der ist ja noch nicht da. Naja, einer fehlt noch. So. Der hatte noch zu tun. Einer fehlt noch. Denkst du, ich bin bescheuert oder was? Denkst du, die Gambinos haben mir nicht erzählt, wie viele da im Anwesen waren? No. Ich denke nicht. Okay, soll ich jetzt anrufen und nachfragen? Wenn du mich anlügst, stirbt der Erste. Wie viele Leute von dir sind noch wach? Er wird sicherlich nicht mehr da sein. Wie viele Leute? Wenn du mich schauen lässt. Ja, na klar, schau auf dein Handy. Du kannst ja auf dein Handy schauen. Die. Jungs, Auto ist raus. So, darf ich kurz funken? Na klar kannst du funken. Alle ins Anwesen. Auto ist weg. Okay, Amigos, ihr kommt alle ins Anwesen. Keiner schießt oder unsere Leute werden sterben. Verstanden? Ich sage es noch einmal. Keiner von euch schießt. Keiner. Hast du gedacht, dass das so schnell gehen wird heute? Nee, ne? No, keiner von euch. Sie? Sei ehrlich, du hast nicht damit gerechnet. Sie. No, das stimmt. Denn ich hätte nicht erwartet, dass ihr euch wirklich mit uns anlegt. Ich sag mal so, ich habe von einem guten Freund, der gerade auf dich geschossen hat, erfahren, dass ihr alle im Anwesen von den Gambinos liegt. Keiner schießt von euch. Daraufhin habe ich mich entschlossen, beziehungsweise mir überlegt, ich lege mich unter dein Bett und komme raus, wenn du schläfst. Aber dann dachte ich, es wäre lustiger, wenn ich meine Kanackenfreunde mitbringe und wir hier drin stehen und euch einfach auf die Fresse hauen. Ich verstehe. Ja. Schon ziemlich mutig. Natürlich ist das mutig. Hast du was anderes erwartet von mir? Aber ich checke mein Bett. Aber dennoch recht fahrlässig. Recht fahrlässig, genau. Geist, du weißt, warum ich hier bin. Hilf mir auf die Sprünge. Du weißt es ganz genau, aber wir warten noch, bis alle deine Männer da sind. Bis alle deine Männer da sind. Und ich sage dir gleich, ne, ich verspreche dir, wenn du sagst, alle Männer sind hier und ich sehe draußen noch einen einzigen, dann knallt das hier gewaltig. Dann spielen wir hier Domino heute. Dann ist hier Domino Day. Oh, für Domino bin ich heute nicht zu haben. Ja, dann solltest lass du mich noch einmal funken, ne? Natürlich, du kannst so viel funken, wie du willst. Dann kann dir eh nichts passieren. Tee. Männer, wo bleibt ihr alle, ja?
Wäre gut, wenn einer draußen bleibt auch. Ist gar nicht mal so schlecht. Ihr könnt draußen mal ein bisschen spotten, ob sich da einer versteckt. Ja, ja, ich bin draußen. Gut, gut. So, Geist. Mach mal eine Ansage jetzt, Vorschlag. Was hast du mit Ottmann ausgehandelt? Tja, ist es das, was du wissen willst, damit meine Leute entgehen können, Nein, das ist nicht, was ich wissen will. Du weißt, was ich will. Aber erstmal will ich mit dir ein bisschen Smalltalk führen. Wie man das unter Freunden so macht. Ich denke nicht, dass ich das möchte. Ja, aber wie du ja gerade siehst, geht es hier jetzt gerade nicht um dein Wohlbefinden, sondern um mein Ego. Das ist wohl wahr. Nimm mir mal einen Sein. Aber wenn du mir versprichst, dass du meine Leute danach gehen lässt, dann ist das völlig in Ordnung für mich und wir können diesen Smalltalk führen. Nein. Wenn aber nicht, dann sollten wir gleich zum Geschäft kommen. Ja, wir können natürlich direkt zum Geschäft kommen, aber zum Geschäftlichen kommen wir natürlich erst, wenn deine ganze Mannschaft hier steht, ne? Ist ja wohl logisch. Gut, dann halten wir vielleicht doch noch ein bisschen Smalltalk. Okay, sag mir mal den Deal, den ihr abgemacht habt. Reden wir über was anderes. Wieso hast du dich von mir entfernt, nachdem was passiert ist? Guck mal, weil ich ein Mann bin. Ich bin ein Mann und wir haben... Verbessere mich, wenn ich falsch liege. Als ich auf Caio Perico war und die Sache eskaliert ist, haben wir uns entschuldigt und wir haben gesagt, wir machen das Thema zu, oder? Ganz genau, richtig. Genau, und in den Straßen, wo ich herkomme, wenn man ein Thema zumacht, dann bleibt dieses Thema zu. Derjenige, der das Thema wieder rausholt, ist auf der Straße im Unrecht und du bist im Unrecht. No, ich habe es nicht rausgeholt. Du hast mich nicht reden lassen. Du hast geschrien wie ein kleines Kind nach seinem Lolli. Das hast du getan. Ja. Aber mit dir unterhalten war ja unmöglich. Ja, und jetzt... Ich will mein Handy. Walla, ich finde dich nicht. Guck mal. Draußen, ja? Ich habe dir gesagt, wir haben das Thema zugemacht und du erwähnst dieses Thema wieder. Das ist ein Frauenverhalten, verstehst du? Das ist nicht Männern. Das ist nicht richtig. Ich habe Caio rausgelassen. Aktuell ist das Handy das Thema. Für dich. Ja, aber du fängst wieder an mit nach, was so alles zwischen uns passiert ist. Wie kannst du so ein Thema aufmachen, was mit zwischen uns passiert ist, wenn wir das Thema zugemacht haben? Erklär mir das. Gut, dann lassen wir es jetzt so. Reden wir doch dann nicht noch weiter drüber. Ja? See. Siehst du, dass es jedes Mal, wenn du versuchst, mir querzukommen, damit endet, dass ich deine Männer oder dich in der Gewalt habe? Ist dir das mal aufgefallen? See. Du hast immer einfach ein bisschen Glück. Dasselbe gilt für andere. Aber irgendwann endet auch Glück. Ja, kann das sein, dass ihr der Punching Ball vom ganzen Staat seid? Was war denn da bei Gambinos los? Warum habt ihr auf Fresse bekommen? Dani, das ist unsere Sache. Ja, Bro? Draußen stehen jetzt welche. Ja, die sollen alle reinkommen. Alle der Reihe nach könnt ihr die fesseln und reinholen. Alle der Reihe nach können die gefesselt werden und hier reinkommen. Und der Patron ist der Einzige, der nicht gefesselt wird. Na, wenigstens. Na klar, ich bin noch nicht unhöflich. Wir sind bei dir zu Gast. Ah, sieh, richtig. Ihr seid zu Gast. Das hatte ich schon fast vergessen. Ich dachte, ihr wohnt hier. Ja, guck mal. Bei uns, da wo wir herkommen, ist das normal. Man nistet sich ein, wir machen uns breit, wir packen Füße auf den Tisch. Wenn wir nicht eingeladen werden, laden wir uns selber ein. So sind wir. Und wie viel hast du diesen Leuten hier gezahlt, damit sie deine Arbeit machen? Gar nichts. Warum soll ich Freunden was bezahlen? Gar nichts. Freunde, du hast Freunde. Ja, ich habe Freunde, ich habe stabile Leute. Normal hat er Freunde. Okay, natürlich, normal, richtig. Nur weil ich mir nicht in die Karten schauen lasse von dir, heißt das ja nicht, dass ich niemanden hinter mir stehen habe. Ich habe genug Leute hinter mir stehen, mehr als du noch denkst. Auch Leute, mit denen du zusammenarbeitest, deswegen wundere dich mal nicht. Und überleg dir mal ganz genau deine nächsten Schritte die nächsten Tage, mein Freund. Ich schwöre, ich mein's ernst, ich mache dir diese Stadt zu. Geist, ich habe dir am Anfang meine Hand gereicht, damit ich dir helfen kann und du schlägst sie so weg. Genauso wie ich dir geholfen habe, mit dem Schwanz, mit dem ich dich erschaffen habe, mit dem werde ich dich auch wieder beerdigen. Hast du verstanden? No, habe ich nicht, weil das nicht die Wahrheit ist. Und das ist weißt nicht, du. Das ist nicht die Wahrheit? See. Ich werde ein Ende dieser Stadt bringen, wenn du so weitermachst. Ich mein's ernst. Ich mach dir alles zu. Ich mach dir Corleone zu. Ich mach dir alle sämtlichen Familien zu. Ich mach dir deine Lost MC Connection zu. Ich mach dir alles zu. Alles. Merkst du das? Alles, Junge. Na, dann versuch es doch mal. Ich brauche es nicht versuchen. Das Ding, das ist schon fast in trockenen Tüchern. Ich brauche nur meine Unterschrift runtersetzen. Oh, na dann. Ja, na dann. Natürlich, klar. Denkst du, ich weiß nicht, dass die Fentanyl-Farm geht, hä? Denkst du, ich weiß das nicht? Tja, da hast du wohl recht. Du hast mich erwischt. Ja. Du bist wohl einfach doch zu schlau für mich, Genau. Genau, Zäh. Und dass dein Mann dabei lacht, das zeigt einfach nur, dass du nicht mal blöffen kannst, ohne dass dir deine eigenen Leute dabei in den Rücken fallen, weil die dumm wie Scheiße sind. Wo bleiben deine ganzen Wichsfreunde jetzt? Wo sind die?
Du bist so ein Idiot, Karin. Mm. So ein Idiot. Du bist der Erste, der gleich fällt, wenn mir eine Antwort von deinem Patron nicht gefällt. Verspreche ich dir. Also, ich denke, das waren alle. Das waren alle, willst du mir erzählen? Sind da ja, noch welche? Ich kann doch mal schauen, ha? Ja, du kannst doch mal schauen und ich würde langsam diese Filme sein lassen, weil wir gehen sowieso mit ein paar Männern von dir hier runter von dem Anwesen. Ich komme gleich wieder, ich hol kurz ein Auto. Oh. So, Geist. Geh. Wo ist mein Handy? Wo ist mein Handy? Dein Handy? Oh, du meinst dein Handy. Ja, wo ist das? Ich werde es dir geben. Hm? Wann? Jetzt. Hol es. Geh. Mach das Handy mal auf vorher, aber. Ich bin ja kein Idiot. Mach das Handy mal auf. Aufmachen? Ja, mach das Handy mal auf. Naja. Ja, mach das Handy mal auf. Schade, du hast mich wohl auch hier erwischt. Gut. Was zum? Mach das Handy auf, hab ich gesagt. Okay, immer mit der Ruhe. Lass mich kurz. Ich benutze es das erste Mal. Mach es auf. So. Okay, und lass es noch ein bisschen in der Hand. Da ist es. Es passiert nichts, gut, dann überreiche es mir. Ja, bitteschön. Okay, sehr schön. So. Und jetzt werden wir hier rausgehen. Oh, wir gehen ein wenig spazieren. Genau, lass die Schergen von ihm ruhig hier. Aber mein Mann hättet ihr wirklich nicht erschießen müssen. Warum meinst du, was meinst du mit ihr? Benutzt du gerade den Pluralis Majestatis? Ich war das doch selber. Tja, richtig, das habe ich genutzt. Aber das hätte doch nicht sein müssen. Ich weiß, aber manchmal ist das so, das Leben ist unfair. Guys, soll ich dir noch eine schlimme Sache sagen? Weißt du, was richtig schade jetzt ist? Ist das unser Auto hier? Erzähl ja, schon. Ja. Okay, dann bring mich mal schon mal mit ihm weg. Ihr habt da hinten noch in der Straße das andere Auto, oder? Ja, wir machen das schon. Okay, gut. Mach mal auf. Warte. Warum schießen die? Lass mich vom... Wer schießt da von euch? Die schießen. Alles gut. Amiros, hört auf zu schießen, seh? Sonst werde ich sterben. Und ich würde gerne noch ein wenig leben. Bruder, mach bitte das Auto einfach auf. Sieh. Guck, dass die Jungs auch wegkommen. Die Jungs müssen auch weg. Wir machen das. Ich bin hier hinten mit euch. Ja. Kommt weg, ja? Ja? Ja, wir kommen weg, Jalla. Okay. Wohin geht's? Warte, ich lauf mit denen lieber. Mach. Fahr mal ganz schnell weg. Fahr mal ganz weit weg. Fahr mal ganz weit weg. Komm, wir laufen zur Garage. So, Guys. Hat der jetzt das Darknet denn? Ich hab dir gesagt, Bro, mit mir machst du das nicht. Wie bitte? Ey, mit mir machst du das nicht, hab ich dir gesagt. Und weißt du, was eine richtig geile Sache ist? Ich höre. Pass mal auf, wo wir jetzt hinfahren gleich. Halt mal hier gleich kurz an, bitte einmal irgendwo in der Nebenstraße, dass ich im GPS wegnehmen kann. Was bist du sicher, dass wir nicht fertig sind? Ja, wir sind nicht fertig. Nimm mal die Hände hoch. Rollt Auto aus. Wieso hast du kein GPS? Hugo, mach du das am besten, oder nicht? Oh, naja, ich dachte, du weißt doch, bei wem ich zu Besuch war, hm? Ah. War kein netter Besuch. Okay, warte mal. Fahr mal ein bisschen rum, ich telefoniere mal kurz. Ey, da liegt eine SNS, nimmt die einer. Ja, kann ich. Bruder, wo bist du? Anwesen. Ich komme jetzt einmal kurz zu dir, ich hab was, ich muss dir was zeigen. Ich komm, bis gleich. Warte kurz, Bro, ich markiere dir mal kurz, wo wir hinfahren. Wir fahren jetzt genau hier unten hin. Okay. Ja. Und sonst so, Geist, erzähl mal. Wie hast du das? Naja, was soll ich erzählen?
Warum hast du dich gegen mich entschieden? Warum? Weißt du, du hast eben geschrien wie ein kleines Kind. Ich dachte, das mit dem Ohr hast du mir nicht übel genommen, aber jetzt war ich mir nicht mehr wirklich sicher. Habe ich dir auch nicht, aber ich wollte einfach meine Sachen wieder haben. Warum muss ich dich anbetteln, dass ich das, was ich dir gebe, was sehr, sehr wertvoll ist, damit du dich aufbauen kannst, wiederbekomme? Warum muss ich darum betteln? Naja, weißt du, die Wahrheit ist, dass ich ein paar Termine hatte. Dann war ich bei den Gabinos, dann mit anderen. Und ich hatte nicht wirklich die Zeit, mich darum zu kümmern, verstehst du? Ja. Das passiert nun mal, wenn ich ein bisschen zu tun habe. Tja, du hast mich auf einem falschen Fuß erwischt, könnte man meinen. Ist halt passiert und jetzt sind wir eben hier. So ist das Leben. Ist scheiße gelaufen und weißt du, was richtig scheiße gelaufen ist? Erzähl's mir. Guck mal, du bist ja, hast ja bestimmt schon gedacht, jetzt habe ich dich gefickt, ne? Aber glaub mal, jetzt kommt noch so der Letzte. Kennst du so diese, du ziehst wieder raus und du hämmerst noch mal richtig mit Anlauf rein? Warte mal ab jetzt. Warte mal ab, was jetzt noch kommt. Ich habe jetzt noch eine richtige Überraschung für dich. Für mich? Ja, jetzt kommt noch der grande Finale. Guck mal, du bist einer der wenigen Patrons in dieser Stadt, der wenigen Familienoberhäupter, bei denen ich mich entschuldigt habe. Ne? Und das ist wahr. Und du hast es nicht zu schätzen gewusst, weil du dich nicht richtig über mich informiert hast. Und jetzt setzen wir noch einen oben drauf. Und jetzt achtet, Leute, das ist, was ich euch eben nicht gesagt habe. Für was nochmal? Dafür, dass du mir so blöd gekommen bist am Telefon, mir mein Handy nicht geben wolltest und jetzt werde ich dich... Halt mal weit vor dem Anwesen und von Marco dafür an. Hast du meinen Mann nicht erschossen. Ey, zurück, Bro. Hier rechts ist das Anwesen von denen. Ah, hier rechts. Jetzt. Genau. Ja, Bruder. Wohin sollen wir kommen? Hola! Hier beim Mokra-Anwesen, Bruder. Hola. Ottmann, Tee. Oder wollen wir hier draußen reden? Wie du willst. Komm, wir gehen rein. Schönes Wiedersehen hier, oder? Ist doch ein schönes Wiedersehen. Ich hätte eigentlich gedacht, dass mehr Leute da sind. Meinst du mich? Nein, ich meinte Ottmann. Waren die Jungs so beschäftigt? Ah, ist ja nicht schlimm. Was sagst du? So. Alles gut, oder? Eine Sekunde. Oh, ist ja richtig nett hier. Warst du hier noch nie? No. Ich gehe hier ein und aus. Das weiß ich. So. Wer fährt uns hinterher? Ist das einer von euch? Ist das einer von euch Mokros, ja, ne? Warte schon. Entweder einer von den Mokros oder einer von uns. Okay, gut. Hauptsache nicht, der hier. Nee, sind deine Jungs. Okay, sehr gut. Sehr gut, die Madelis. Ach ja, darf ich vorstellen, die Mokros, ich weiß nicht, ob ihr euch schon kennt, das sind die Madelis. Salamu alaikum, Mokros. Salamu alaikum. Hallo, Kital. Wenn Chefe noch dazu kommt hinten. Ah, da ist er hier. Ottmann, darf ich dir vorstellen, das sind meine Jungs. Das sind die Madelis. Salamu alaikum. Salamu alaikum. So, und jetzt nochmal für alle. Also, ich habe irgendwie mitbekommen, es gab da so einen Deal, irgendwie so einen Waffendeal, der abgemacht wurde, wa? Was hast du mitbekommen? Ihr habt ja so einen Waffendeal gemacht, oder nicht? Ich weiß nicht, was du redest. Wir haben doch vorhin telefoniert, Ottmann, oder? Achso, wir, ja. Jetzt ja, weiß ich. Genau, und was hast du mit Geist nochmal abgemacht? Dass ich den Waffendeal habe mit denen. Aber habt ihr schon abgemacht, ne? Ja. Und dafür darfst du das Handy benutzen, ne? Richtig. Geist, und weißt du, was das Schöne ist? Und Ottmann auch. Das Handy ist wieder in meinem Besitz. Also wie ihr das jetzt unter euch ausmacht. Also ich sag so, ne? Ich unter uns, also so bei uns Männer auf Straße. Ich weiß auch, du bist auch ein Mann, Ottmann. Also wenn er das Handy abgemacht hat, dann muss er bezahlen, oder? Nein, theoretisch, die Waffen sind fertig. Marian, sehr schön. Ja. Die Waffen sind fertig, aber er hat ja gar nicht mehr das, was er gibt. Er wollte ja auch noch was geben dafür, oder? Das Handy wollte er ja auch ausleihen und so, ne? Richtig, weil ich das brauche. Ja, und das kann er ja jetzt gar nicht machen. Wie machen wir das denn jetzt? Also wie kriegen wir denn jetzt die Kuh vom Eis mit dem Jungen? Wer sagt, dass ich das nicht kann? Wie bitte? Denkst du, ich poker hoch, ohne etwas in der Hinterhand zu haben? Naja, also du wurdest jetzt gerade samt deiner ganzen Familie von 6 Kanaken hochgenommen. Warte mal. Adam, wer sind diese Zivilisten? Hinter mir? Vor mir, die gerade hier reinlaufen. Ob das der Vaters Anwesen wäre? Mädels, wer seid ihr? Ich bin Tom.
Ja, da, Safi, alles gut. Okay. Ja. Also, ich sag euch ehrlich, ja, Jungs. Geist. Wie heißt der? Wie heißt der nochmal? Geist. Irgendwie. Geist? Weil man den auf der Straße nicht sieht, glaube ich. Okay. Wir haben einen Deal. Halte dich an den Deal, dann haben wir kein Problem. Kani? Hm? Was du mit dem machst mit deinem Handy, das juckt mich nicht. Ich habe mit ihnen einen Deal gemacht. Sehr gut. So. Das soll ich erst in 2-3 Tagen herausfinden. Wenn ich das Handy bekommen sollte, für meine guten Zwecke, dann machen wir das. Wenn ich das Handy nicht bekommen sollte, hat er mich verarscht. Und man sollte mich nicht verarschen. Das stimmt. Da hast du recht. Weil ich sage ehrlich, Ottmann ist ein korrekter Mann. Ottmann stattet mich aus mit Waffen. Ich habe Stress mit einer Familie. Ottmann kommt vorbei, macht Alarm. Die steigen ein wortlos mit 10 Mann, mit 12 Mann. Mach nicht die Fresse auf. Jackpot. Stabiler Mann. Also würde ich ihn nicht verarschen, Geist. Ne? Also nur damit du Bescheid weißt. Ich würde mich an deiner Stelle darum kümmern. Ach wirklich? Ja, sage ich dir so, wie es ist. Tja. Dann werden wir uns sicherlich nochmal wiedersehen, würde ich sagen. Ha? Also was zwischen euch beiden jetzt passiert ist, das ist nicht mein Problem. Ne? Ich weiß auch gar nicht, wieso wir hier sind. Und Mann genug, er hat eine schöne Familie aufgebaut. Guck doch, da sind die Mardellis. So. Ach, die Mardellis sprechen Arabisch wie wir. Hallo, Salah, Habibi. Aber was ihr beide macht, ist mir egal. Halte dich an den Plan, Geist, dann sind wir Freunde. Hältst du nicht an den Plan, sind wir Feinde. Ganz einfach. See. No problema. Genau, und jetzt werden wir noch mal einmal sicher gehen zur letzten Sicherheit. Du drehst dich bitte noch mal um. Ich guck noch mal kurz, was du in den Taschen hast. Jungs, tretet mal einmal bitte von ihm gleich weg. Sicherlich nicht das Handy. So. Wir machen mal so. Ich bin kein Unmensch, ich nehme dir nur die Munition weg und nicht deine Waffe. Okay. Gut, gut. Alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Ja gut, ich weiß nicht, also Ottmann, ich weiß nicht, kann er hier bleiben so, dass wir zwei Wochen fahren? Nimm ihn mit. Sollen wir wieder mitnehmen? Ja, ich brauch den nicht. Okay. Ja stimmt, du brauchst ihn erst weit, ne? Ich brauch ihn ja dann nicht. Gut, gut. Ja, dann würde ich sagen, wir ziehen wieder von dann hin. Jalla. Ne? Ja. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. So, Geist, bei Fuß. Bei Fuß. Oh, du meinst mich. Freund. Ja, Bruder. So Jungs, und jetzt müssen wir gucken, dass wir hier wegkommen, ohne dass was passiert. Kriegen wir das noch hin, ja, ne? Kani. Ja? Was sagst du, soll ich die Waffe nehmen? Nein, lass ihn seine Waffe, Bruder. Wir sind keine Unmatchen, Bruder. Wir nehmen nicht jemanden sein letztes Hemd. Okay, Bruder. Ne? Ihr könnt sie euch gerne nehmen. Nein, wir sind doch, keine Unmatchen. Wir sind doch Freunde. Nehmt sie. Wir sind doch Homies. Hallo. Ihr dürft euch gerne meine Waffe nehmen, Amiros. So. Ich bin auch ohne gefährlich genug. Und dann fahren wir. Du darfst ich dann laufen. Ich nehme deine Waffe. Wer ist die Dame? Sie. Warum steigt sie mit ein? Nee, die habe ich schon. Alles gut. Alles gut, du kannst nicht mitkommen, wenn du willst. Mir ist egal. Nee, alles gut. Ich bleib hier. Bye, yeah. So, Geist, dann mach's gut, ne? Und nächstes Mal ist Bro, fahr schnell zu einer Garage, Bruder. Fahr bloß schnell zu der nächsten Garage hier oben, Bruder. Oh, Bruder, ihr seid Löwen, Bruder. Ich sag dir ehrlich. Ich sag dir ehrlich, Bruder, ihr seid Löwen. Ich hab was gut bei dir, mein Freund. Bruder, ihr habt nicht nur ein bisschen was gut bei mir, Bruder. Aber merkt ihr, Bruder, ne? Wenn man nach Plan arbeitet, Bruder, glaub mir, ich bin ein Kopf, Bruder. Wenn man nach meinem Plan arbeitet, Bruder, die Sache läuft. Komm, wir fahren erstmal hier weg, Bruder. Wir müssen auf jeden Fall hier erstmal ganz weit weg. Warte mal, ich lager mal schnell das Handy ein. So, kommt Jungs, lasst uns fahren. Pass auf, ich markiere mal was. Ich markiere mal was. Fahrt mal da oben hin, wo ich markiert habe. Oder wie seid das ihr Handy? Wie seid ihr aufgestellt finanziert, Bruder? Wallah, Bruder.
Geht ja, sag ich dir ehrlich. Ja, Bruder. Maskara. Fahr mal da oben hin, Bruder, wo ich gezeigt habe, Bruder. Aber wir müssen hier wirklich schnell weg, Bruder. Wir können uns hier jetzt nicht mehr so lange in der Stadt aufhalten, weil das wird hier gleich richtig heiß für uns alle. Okay. Und ihr solltet auch vielleicht, Bruder, nicht böse gemeint, Bruder, aber vielleicht für heute Abend würde ich die Jacken ausziehen. Okay. Ja. Wie viele Jungs sind noch dabei? 4 Stück? Alle sind noch dabei, Bruder, glaube ich. 5 Stück? Ja. Jungs, wo seid ihr gerade alle? Punkt mal einmal durch, Kani. Frag mal, wo die sind. Warte mal. Was geht ab, Jungs? Seid ihr noch alle da? Hört man mich überhaupt im Funk? Ja. Keiner antwortet. Bruder, fahr bitte wirklich schnell aus dieser Stadt hier raus, ne? Wir müssen ja, wirklich schnell wegkommen. Soll ich bei den Jungs einsteigen? Besser. Nein, alles gut. Wir machen Dings. Wir fahren nach oben da erstmal zu Dings. Und dann machen wir nochmal eine Abschlussbesprechung. Helga, ihr wisst schon, was ihr gerade heute gemacht habt, ne? Ihr habt heute eine gesamte Familie hochgenommen, Bruder. Aber so richtig Volleyball, aber so richtig. Das ist heute nicht das erste Mal, Bruder. Wir haben gestern noch GKs auseinandergenommen. Aber Bruder, sei mal ehrlich, Bruder, wir mussten nur eine Person umknallen, Digga. Ist das nicht geil? Natürlich, Bruder. Auch mal so eine Familie hochzunehmen, ohne dass man rumknallen muss die ganze Zeit, Bruder, ich sag dir ehrlich. Alter. Geil, wir werden auch nicht verfolgt, das ist auch richtig schön, Digga. Ja, Mann. Der Plan läuft gut. Warte mal, ich mach sogar mal auf ganz sicher, wir machen mal was anderes. Wir fahren nur hier, aber du kannst die Strecke bleiben. Ändert sich nur eine Abfahrt. Scheiße, ich hab noch 13 Liter, reicht das bis da? Ja, klar. Ja, wie viel Geld hast du denn gerade? Bruder, 90.000. 90, ja Bruder, 90.000 ist jetzt auch nicht wenig. Nö, ist auch nicht, aber könnte besser werden. Ja, Bruder, wird schon. So, die Madellis haben heute Akzente gesetzt, Alter. Normal, Bruder. Ehrlich, Alter, ey, das ist aber ich hab dir gesagt, bei uns ist keine halben Sachen, Bruder. Wir müssen hier rein. Genau, hier rein und dann ist hier vorne gleich dieser Shop, weil, hier kennt euch am besten aus, Bruder. Hier ist ja eure Route. Die Schnauze, Land, du Wichser, du. Hier ist ja euer Dings. Ey, Bruder, gleich geht Musik aus, weil kurz du bist im WLAN. Einfach hier, Dick. Die Jungs denken sich, scheiße, wir gehen wieder farmen. Bruder. Nein. Man muss sich ja irgendwie langsam aufbauen, ja? Ist so. So. Dann kann ich direkt tanken. Vorsicht. Boah, Bruder, du hast Eier, Bruder. So, Jungs, kommen alle her. Ja, Bruder. So. Holt mal die anderen beiden. Ey, Jungs, kommt mal her, die anderen beiden, die noch nicht hier bei mir waren. Danke, Bruder. Wer hat noch kein Para bekommen? Ich, Bruder. Die beiden. Einmal hier. Und wer noch? Bis dein Herz, Bruder. Hier, okay. Der ganz rechts? Das Beste kommt zum Schluss. Das Beste kommt zum Schluss. So. Stan X Zero. So, einmal ein 20 für jeden. Auf locker. Schmeckt doch, Digga. Auf locker ein 20 jeder gemacht, Digga. Korrekt, Bro, korrekt. Ja, gerne. Ich würde gerne ein bisschen mehr geben, aber ich muss diese Dings, wenn ich das Handy loswerde, ich werde wieder dick investieren noch. Und dann, wie gesagt, wie sieht's aus mit dieser Koks-Sache? Habt ihr über diese Koks-Sache nachgedacht, Alter? Kani! Ja, Bro. Was macht man mit dem Handy alles? Bruder, dieses Handy ist für uns ist das irrelevant, Bruder. Guck mal, mit diesem Handy kannst du Kokain bestellen, mit diesem Handy kannst du Waffen kaufen, Bruder. Aber das sind alles Sachen. Für Waffen brauchst du wieder die Hilfe von anderen Familien, weil du da bestimmte Sachen für brauchst, weißt du? Du brauchst dafür bestimmte Hilfsmittel, leider.
Okay. Das ist leider das Problem. Deswegen ist das für uns, Bruder, ich glaube mir, wir fahren am besten damit, wenn das Handy einfach in, zu einer Familie gegeben wird und chalas. Ich hab, guck mal, das Ding ist, wenn ihr jemanden habt, der ein Handy kaufen wollt, ich hab noch ein Fake-Handy. Habt ihr gesehen, dass ich will, dass er das Handy aufmacht, ne? Ja, das explodiert, habe ich gehört, ne? Genau, ich hab auch noch eins von denen, die explodieren. Ich hab sogar zwei von denen noch. Eins von denen hat Peaky Blinders. Das habe ich denen auch gegeben, damit die arbeiten. Aber okay, guck mal, was für Fotzen diese Kalis sind. Bruder, die waren neu, die haben gewartet, dass Corleone-Familie denen hilft, dass sie Geschäfte machen können. Ich habe dir mein Handy geliehen, Bruder. Die wollten heute nicht wiedergeben, diese Hunde. Was denken die, wer die sind, ja? Ja, ja, normal, Bruder. Aber warte, Hugo. Ja. Du bist, warte, ich komme sofort, Jungs. Ne, das ist das. Aber lief gut, Digga. Ich sag ehrlich, Alter. Die wissen heute auf jeden Fall, mit Madeli ist es besser keine Tantanas. Abibi Madeli. Die Dings Mokros sind auch übelst korrekt, sag ich ehrlich. Ich weiß, ich kenne den Ammo oder so, ist doch der Zähler von denen. Ja, ja, der Dings, der Ortmann. Ortmann hat zu mir, guck mal, pass auf, damit ihr den Film auch versteht. Ich habe Ortmann angerufen, als ich gehört habe, dass er mein Handy nicht geben will. Und Ortmann hat mit ihm einen Deal gemacht, da geht es um 1,5 Millionen. Und er darf sich ab und zu das Handy ausleihen. Jetzt ist das Problem, dieser Geist, er hat leider kein Handy mehr jetzt, was er ihm ausleihen kann. Deswegen sind wir da gerade hingefahren, um ihm das einmal zu zeigen. Weil ich habe das mit ihm vorher schon abgesprochen. Ich habe gesagt, ich werde ihm das Handy aber wegnehmen, ne? Und ihr habt dann aber trotzdem den Deal und er muss trotzdem diese 1,5 lacken, ne? Also ich glaube, den juckt das eh nicht, Bruder. Seine Familie ist ja krass, habe ich gehört, ja. Von wem? Von Mokro. Ja, ja, ist auch, Bruder. Aber 1,5 Millionen schmecken jeden, Bruder, egal wie krass du bist. Mhm. 1,5 Millionen, Bruder, damit kannst du das krass. Gut, das krasseste Auto ist, glaube ich, diese Calito Porsche, der kostet 2 Millionen, Bruder, aber sonst kannst du fast jedes Auto damit kaufen, alleine schon. Ich habe auch gehört, da gibt's Dinge eigentlich. Was, Millionen hat er gesagt. Was kostet diese Calito Porsche? 2 Millionen, Bruder. Doch ein, wow. Lambo, der viel wert ist, irgendwie hab ich gehört. Ja, ja, gibt's auch. Der ist, aber ich weiß aber nicht, was der kostet. Den hat einer von Cribs, glaube ich, oder irgendwie sowas. Kantein, der hat den für 3 oder so verkauft, ja. 3, 4. Ja, Bruder. Auf jeden Fall eine geile Aktion heute gewesen, ja. Hätte ich nicht gedacht, dass das so schnell klappt. Ich habe echt die ganze Zeit ein bisschen Dings gehabt, Bruder. Ein bisschen Zitterall. Ich dachte, okay, das geht schief. Ich hatte gar keine Eierflattern, Bruder. Ich sag dir ehrlich. Ich auch nicht. Guck mal, das Ding ist, hatte Abu Habibi mit euch schon gesprochen? Wegen Kokain? Nein. Ich habe ihm gesagt, ich kann Kokain klären. Für Tausender. Und ihr könnt das für 1-2 verkaufen, weißt du? 1-2? Ja, ja, Bruder. Ja, ich dachte gerade die ganze Zeit, das wärst du da hinten, der am Reden ist. Oi. Wie heißt das, Bruder? Ich habe einen, der hat mich angeboten heute. Ja? Ich habe gesagt, ich will was testen, Bruder. Er hat mir einen gegeben. Ja. Ja, aber wie hieß er denn nochmal, ja? Warte, ich hab zu viele Nummern, Bruder, das ist gar nicht gut. Frag mich mal, Bruder, ich hab mein Handy seit 2,5 Jahren. Ja, Bruder, ich hab erst seit einem Monat jetzt und ich hab schon 70 Nummern oder so. Ja, dann kannst du dir ja vorstellen, was abgeht. Ja, ich hab mich ja annähernd von Leuten so richtig Nummer. Von diesen, zum Beispiel von diesen Hotman habe ich auch die Nummer. Aber wir haben mal wieder neue Maßstäbe gesetzt, Habibis. Ja, wenn's hochkommt, 15 Nummern. 15 Nummern? Ja, Bruder, was ich hab keinen Bock mehr einzuspeichern, ja. Das ist ja gar nichts, Bruder. Bruder, wir sind seit 2 Wochen erst auf dem Start, ja? Ja, okay, ja gut, okay. Aber trotzdem 15 Nummern, Bruder. Ah, oh, da ich geht hab, noch was. Ich hab nicht gerechnet, Jani, aber 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 25, 30, 35, 40 Nummern. Er sagt 11 Nummern. Also. Bruder, bei 40, wenn ich bei 40, bis 40 zähle, bin ich gerade mal beim Ende vom B. Ich habe hier aber auch Nummern drin, einer hier heißt zum Beispiel Backpfeifen. Keine Ahnung, frag mich nicht. Frag mich nicht, was das für Leute hier teilweise drin sind. Ich auch, Bruder, ich habe so viele Unnötige, ne? Ich habe nur, Bruder, keine Ahnung, Wallah. Ich bin auch immer geil, ich speichere dann so ein Crips OG, das ist dann so 1,5 Jahre her und dann ruft man den irgendwann so an, Bruder, auf einmal geht so ein Mexikaner ran. Hola, Pendejo. Ja, also ganz schlimm. Ganz schlimm. Aber was willst du machen, Bruder? Diese Handy ist verrückt, Bruder. Ich überlege schon, ob ich neue Nummer hole, aber dann bin ich nicht mehr erreichbar für jeden, weißt du? Ja, Bruder, das ist wichtig, Bruder. Das ist, wenn man noch von Straße ist, Bruder, dann ist das ganz wichtig. Ja, ja, eben. Aber das, im Umkehrschluss ist, Bruder, wenn du präsent bist und jeden Tag die Leute dich sehen, Bruder, dann. Du, ja. Kann ich klären mal deine Nummer, Bruder, hast du noch einen Kontakt dazu? 853? Warte. 853? 445. Okay, du weißt auch schon was. Gani, wie lange bist du auf dem Start schon? Oder seit Dezember 21, ja? Anan. Ey, wo? Ja, ehrlich jetzt. Seit Dezember 21. Ja, Bruder. Oder bester Start, ich sag dir ehrlich, Bruder. Warte ich schon auf vielen Starten oder ist euer erste?
Bei mir erster, Bruder. Ehrlich? Mhm. Ja, Bruder, dann sei nicht so dumm wie ich und versau dir das hier. Ich hab so viel Scheiße gebaut, Bruder. Ich bin hier. Hör auf, Bruder. Ich hab eigene Hotel auf Malta. Ganz schlimm. Bruder, ehrlich jetzt. Ich war bestimmt 50 Mal auf Malta. Hab da gesessen, Bruder, meine Eier gechillt. Aber hier ist das Beste, Bruder. Ich war auf so vielen Staaten, Bruder. Ich sag dir ehrlich, bester Staat hier, Bruder. Gibt keinen besseren Staat. Ich bin gerade auf einen anderen bisschen, ja. Vergiss diese, Bruder. Auf andere kann man gehen, Bruder, ein bisschen Tantanas zu machen, weißt du? Voilà, Bruder, ich finde den Start sehr, sehr gut hier, ja. Ist auch so. Macht auch Spaß, Bruder. Ja, ist besser, wirklich. Hier ich hab die Nachricht geschickt. Normal. Auf den anderen Staaten wird viel zu viel Parfüm verkauft, ja? Ich bin auch auf Parfüm, Bruder. Ich weiß, yes. Bruder, ich weiß. Bruder, was besprechen die da hin so lange, Bruder? Wenn Libanese sind, was besprechen so lange, Bruder, dann ist immer nicht... Bruder, du musst ihm noch Jackie, der kommt Chai holen. Bruder, pass auf, gleich kommt... Lakani, gib mal diese Handy. Pass auf jetzt. Ich weiß jetzt schon. Die überlegen jetzt, Bruder, ich kann deren Kanackenkopf gerade ahnen, Bruder. Die überlegen jetzt gerade, Bruder, kann man mit diesem Handy Geld machen? Der nächste sagt ihm, normal, Bruder, Millionen. Dann kommt Baschkim noch dazu, Bruder, sagt auch, ja, Bruder, ich habe gehört, Bruder, klar. Pass auf, gleich die kommen mit Bad News. Kani, wir haben ein Problem. Ja, mein Problem, Kani. Wir können mit diesem Handy filmen. Guck mal, jetzt hier telefoniert. Jetzt telefoniert, Bruder, jetzt wird's schlimm. Ach so, ich hab Zugriff zu dieser Darknet-Handy. Kann man Geld machen? Ach. Ach, Bruder, ja. Ja, Mann, so ist das. Warte mal. So ist das. Aber hat doch Spaß gemacht, Alter, seid mal ehrlich. Ja, Bruder, ich hätte noch Bock zu schießen gerade. Ich kam frisch aus Paintball. Bruder, lass mal deine mit schießen, Bruder. Diese so ist viel schlauer. Bruder, schießen kannst Nein, du noch Nein, ich genug. Kam gerade frisch aus diesem Dings Paintball, Bruder. Bruder. Weißt du, ich war eben warm. Ich hab Abo Habibi auf meine Kurzwahl 1, Bruder. Du wirst doch genug Möglichkeiten haben zum Schießen. Mach dir keine Sorgen. Ja, ich hab schon gehört bei dir, Bruder. Du hast auf. Bruder, ich hab immer Bella, Bruder. Ich bin Abo Maschkal, Bruder. Bei mir ist nur Probleme. Bruder, aber bei mir ist halt das Ding, manchmal diese Tante, das geht so schnell vorbei, um 12:45 ungefähr ist das angefangen. Jetzt 2 Stunden später so. Auch wobei 12:45 ungefähr. 10:50 war das Treffen von Dings, von Ottmann und Geist, wo die den Deal ausgemacht haben. Ottmann meinte zu mir, ich soll 2 Tage relaxen und warten. Dann, wenn er ihn abgezogen hat und das Handy hat, dann gibt er mir. Aber ich habe gesagt, Bruder, ich mach selber und dann ihr macht unter euch das aus. Er sagt, ja, normal, er hat mit mir ausgemacht, er muss auch bezahlen. Ja, das ist korrekt, Bruder, bis jetzt, wo ich kennengelernt habe. Ja, Bruder, wenn ich keine Waffe habe, ich gehe zu Ottmann, Bruder. Wenn ich von der Familie bedroht werde, ich gehe zu Ottmann, Bruder. Egal, was ist, ich gehe zu Ottmann. Deswegen. Ja, es wird. Guck mal, ich hab letztens John, ich bin mit John von Mokros vorher ganz gut gewesen. Ich hatte mit denen ein bisschen Tantanas gehabt. Wir mussten was klären im Café mit so einem Loco. Und seitdem bin ich mit John eigentlich ganz gut. Ich habe John angerufen wegen Waffe. Er sagt, ruf mal Ottmann an. Dann habe ich Ottmann angerufen. Er sagt, Kani, komm ans Anwesen. Ich da hingekommen, hab ich gesagt, so, wie geht's? Er sagt, hey, komm mal, pass auf, ich geb dir eine Waffe, aber du machst mit dieser Waffe so viel Bella in der Stadt. Ich sag, natürlich. Er sagt, wenn was ist, du rufst mich an, du sagst Bescheid. Und ich schwör, der kommt. Mir ist egal, Bruder, ich steh vor Burgershot letztens, da macht La Familia mit mir Ärger. Ich ruf den an, Bruder. 10 La Familia-Leute stehen da, der kommt mit 10 Mokros, Bruder. Der sagt, hey, hört mal zu, gar nichts von uns. Verpisst euch in euer Anwesen jetzt und tschüss. Bruder, ohne zu reden, die haben nicht ein Wort gesagt. Eingestiegen, ab. Mokros sind gute Leute, lo. Ja, mittlerweile, ja. Anfangs ich hatte ein bisschen meine Familia. Schwierigkeiten. Ich werde niemals vergessen, ja. Ich hatte ein bisschen Erst meine Tag Schwierigkeiten. War ich bei La Familia? Mhm. Ach du Scheiße. Boah, die haben uns auf Wolfpack aufgegabelt. Du weißt, wir sind neu, Bruder. Wir haben keine Ahnung, wenn eine Familie zu dir kommt, weißt du? Naja, Bruder. Sagt, ja, willst du das? Die wollten uns so Westenfarben schicken gehen, ja, die ganze Zeit. Ich war nur in 2 Familien, seitdem ich hier bin. Ich war bei Osman, Germania damals und bei Sangre. Wir waren nicht mal bei einem, Bruder. Also wir waren nicht mal drin richtig. Wir waren nur diese Anwärter, wie es heißt. Bruder, ich sag dir so, diese auf zivile Truppe, Bruder, das ist immer das Beste. Damit hab ich auch gemerkt. Man fährt am besten, Bruder. Du bist dein eigener Kopf, verstehst du? Bei Familie, du machst deinen Kopf nach unten, Bruder, und du hast einen Patron, einen OG, einen Präsident, der für dich redet. Ja, Bruder. Und das nicht schon da, alles, Bruder. Zum Beispiel, das feier ich auch mehr als Zivi, Bruder. Ich kann machen, wann ich will, was ich will. Und nicht die ganze Zeit irgendwelche Familien rufen. Auf einmal der OG ruft ein, dann musst du dahin. Ist das so, Bruder? Ich hab damals mit meinen Jungs hier hoch und runter gemacht, Bruder. Und meine Jungs kennt ihr alle. Bruder, ihr wisst alle, wer meine Jungs waren. Gustavo, Ciara, Fernando Libanese, Hamid Löwe, Bruder. Nur Legenden, Bruder. Müsst ihr euch vorstellen, so eine Tantanas wie heute, das haben früher jeden Tag sowas.
Jeden Tag ging sowas ab. Jeden Tag hat irgendeine Familie Bella gesucht, weil die gesagt haben, wer seid ihr? Was denkt ihr, wer seid? Blablabla. Ja, das kenne ich im Moment, Bruder. Bruder, im Endeffekt, entweder macht man seine eigene auf oder so, oder man guckt, was man macht, ja. Sorry, Bruder. Ja, ist so, aber ich, bei mir Familie ist so schwierig, Bruder. Ich sag dir ehrlich. Aber, naja. Jetzt so wieder diese Tante, das hier. Ich stehe jetzt hier wieder mit der weißen Schiebermütze. Früher war die Schiebermütze rot. Naja, das war noch Zeit mit Gustavo, Alter. Ich sag euch ehrlich, dieser Typ ist krank. Ich glaube, ich kenne ihn, ne? Ja, du kennst ihn auch, Bruder. Jeder kennt ihn. Ja, ich kenne ihn gerade woanders. Ehrlich? Wie woanders? Meinst du? Andere. Andere Stadt? Ja. Mhm. Er war das ist jetzt frisch, Bruder, weißt du? Kennst du den? Da, wo es so ein bisschen blutig ist? Ja, ja, sehr blutig, Bruder. Ist er darüber? Ja, ich glaube schon, ja. Ja, ist er. Ah, Digga. Viele. Ich bin auch ein bisschen unterwegs. Digga, du musst dir vorstellen, Gustavo hat ja schon Dachschaden, ne? Aber Hamid, ich schon neben Hamid ist Gustavo noch ein kleiner Schuljunge sogar gewesen, jetzt so von Assistenz. Ist dein Ernst, ich bin gerade mit dir unterwegs sogar, sag ich ehrlich. Oder ganz schlimm. Ich weiß schon, was du meinst. Nur Bella überall. Ganz schlimm, Bruder. Hamid Löwe ist... Er ist so heftig gewesen, Bruder. Er hat durchbekommen, dass er bei PD mit seinem Cowboy-Hut sein darf. Er ist hängen geblieben, Bruder. Der Bruder hat einen Schaden. Aber was sabbeln die da jetzt so lange, Bruder? Was gibt's da zu diskutieren ohne uns? Die kommen. Oh, pass auf jetzt. Wie ich gesagt habe, pass auf jetzt. Hey, Conny, diese Handy. Handy mal Handy. Conny. Ja. Mach mal dein Handy hoch. Mach die zu, mach die zu, mach die zu. Mach die so? Passt auf, Jungs, er hat auch eins dabei, was nicht echt ist. Hallo, hallo, wer hat die OG genommen? Ich wollte die gerade nehmen, ja? Bruder, ich hab die. Warum macht ihr so, Bruder? Ja, nee, wir sind Madelis, wir wollen Geld. Ja, wie, ihr wollt Geld, Bruder? Hab ich euch nicht fair bezahlt, Bruder? Für diesen Aufwand, was wir getan haben? Bruder, du willst sagen, das war nicht fair? Das war nicht fair. Das war nicht fair? Weißt du, du weißt genau, wie viel das wert hat, das Handy. Ja, Bruder, aber ich sag mal so, ne, unter Freunden ist doch eigentlich so, Bruder, eigentlich... Also früher die Jungs, mit denen ich Sachen durchgezogen habe, Bruder, die haben, wenn ich Geld gegeben habe, noch gesagt, nein, Bruder, pack mal beiseite, so, das ist normal, man hilft sich. Bruder, das war... Wir wollen einfach Geld. Ja, ihr wollt Geld, Bruder, ihr wollt Geld machen, aber ihr versteht nicht, dass ihr mit diesem Handy kein Geld machen könnt. Ich meine, ich kann mit diesem Handy Geld machen. Doch, wir haben schon einen Deal. Ihr habt einen Deal? Wir haben einen Deal. Okay. Hol mal das Handy aus deinem Auto raus einmal. Ihr habt schon einen Deal? Wir haben schon einen Deal. Bruder. Lass mal zur Garage fahren, lass mal zur Garage fahren. Das meint ihr nicht ernst, Bruder. Ey. Mach mal auf. So macht ihr? Mach mal auf. Ist offen. Warte. Das ist crazy, Bruder. Das ist crazy, Jungs, ehrlich. Kani. Ja. Bruder. Das ist hart, Bruder. Das ist sehr, 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 sehr Wallah, krass, Bruder. Es ist sehr, Bruder. Sehr, sehr hart. Bruder, ich hoffe, meine Mutter, ihr seid keine Madelis, ihr seid Palästinenser, Bruder. Hör mal zu. Bruder, was ey, wie redest du? Guck Bruder. Mal. Wallah, so hart es auch ist, Bruder. Ja, ja, so hart es auch ist. Die fühlen sich nicht fair behandelt, Bruder. Und die fühlen sich nicht fair behandelt? Nein. Aha, okay. Ja. Ey, Jungs, kommt hinterher. Warte, ich mach den Auto auf. Warte. Hä? Ist offen. Ist offen, Tamar. Ja, kann ich, so läuft der Hase manchmal, Bruder, ja. Die haben gerippt, Bruder. Naja, ich hoffe, wir sind diesmal nicht mehr so falsch. Ja, ich werde so rot, wie Sie sehen, ne? Ja, ist gut, Medic. Was soll ich denn dagegen machen? Medic, mach dich bitte vom Acker, ja? Oder so, keine Ahnung. Danke. Ja, ich muss auf. Handy geben, Bruder, ich muss. So, warte, bleib stehen. Wie bleib stehen? Bleib genau da stehen. Du bewegst dich nicht, okay? Zielt auf ihn. Du bewegst dich nicht. Ja, Bruder, aber lass mich leben, ne? Mach das Auto auf. Beweg dich nicht. Ja, aber ihr lasst mich leben, wa? Ja, mach das Auto auf! Beweg dich nicht! Ja, entspann dich mal, Junge! Jetzt geh zur Seite. Ja, mach Bruder! Mach ihn wieder zu! Spann dich zu, doch mach mal! Mach ihn zu! Komm mal, weg da, Jungs, was macht ihr? Warum fesselst du mich denn wieder, Bruder? Ihr habt doch das Handy, was willst du? Mach mal weg jetzt diese Scheiße! Wer hat das Handy rausgenommen, Jungs? Macht mir jetzt die Fesseln ab, was ist los mit euch?
Billy, Bruder, alles gut, Bruder, kannst fahren. Einmal alle an die Wand. Billy, Bruder, kannst fahren, Bruder, alles gut. Wo ist der? Alles gut, der ist weg, Bruder. Einmal alle, also Medic, können Sie bitte gehen? Ja, Bruder, ich gehe. Medic, Sie können los, Sie können los, Medic. Einmal alle an die Wand, wo ist das Handy? Wie, wo ist das Handy? In deinem Arsch, wo soll das sein, Bruder? Da. Ich hab's nicht. Ich bin gefesselt, der fragt, wo ist das Handy? Ja, mach ich mal frei jetzt, Bruder. Ihr habt doch das Handy. Lass mich jetzt gehen, Alter. Hast du gesagt, geh weg, ich bin weg. Ihr könnt mich durchsuchen. Wallah. Mach mal los jetzt, Bruder. Ich hab das Handy nicht. Durchsuch mich und gut ist. Guck mal, ein Handschuhfach, genau. Ist nicht, er hat keinen. Oder seid ihr bescheuert oder was? Wo ist er? Guck mal in seine Taschen rein. Ich weiß, wo das Handy ist. Wo? Einer von euch hat's genommen. Einer von euch ist anscheinend jemand, der dem anderen nicht gönnt, ne? Könnt ihr mich jetzt losmachen? Warte. Was für Warte, Bruder? Auf was soll ich warten noch? Ich hab's nicht auf jeden Fall, Bruder. Das kannst du dir nicht ausdenken, ne? Gib mir das. Ich probier. Gib mir, ich probier. Geh mal zur Seite. Jetzt macht mich doch mal los, Jungs. Was soll die Scheiße? Immer ja, Salami. Mach mal Fesseln weg. Gar nicht, ihr werdet zurückkommen. Auto einparken. Ja. Lass mich drauf. Mach fest in der Bruder. Was gibt's da? Oder warum schießt die Reifen kaputt? Guck mal, die schießen Reifen kaputt, Bruder. Ohne Sinn. Warum schießt die Reifen kaputt, Bruder? Was für Menschen, ja? S-Klasse voll. Habt ihr Handy weggepackt? Hallo? Ja.